Hallo und recht herzlich willkommen zum dritten Rennen in unserer Koop-Karriere mit mir, dem Jan und dem Mike. Hey Leute! Jawohl, ich habe die Strecke ja im Lenkrad-Test-Stream trainiert. Deswegen bin ich richtig guter Dinge, dass das hier was wird. Wir sind jetzt im Qualifying und ja, das wird cool. Leute, ich kann noch mal ganz kurz was ankündigen, und zwar für meine Zuschauer. Also Achtung, nicht auf Jans Kanal, sondern auf meinem Kanal kommt am Samstag ein kleiner F1-Stream. Ich habe mich einfach mal dazu entschieden, weil ganz, ganz viele Leute gefragt haben, hey Mike, machst du vielleicht mal wieder einen Stream, F1-Stream, hey Mike, bla bla bla. Und dann habe ich gedacht, hey komm, diesen Samstag passt das auf jeden Fall. Ich mache am Freitag wahrscheinlich noch einen The Cruise-Stream, aber auf jeden Fall Samstagabend ein oder Mittag, ich weiß gar nicht, Nachmittag, Abend, mal schauen. Ich kündige das auf jeden Fall noch an. Ja, auf meinem Kanal ein kleiner Stream. Würde mich freuen, wenn ihr da vorbeischaut. Die Strecke ist gerade ziemlich. So. Fährst du schon raus, oder? Bin gerade am Rausfahren, ach, ja. Bist du schon? Alter. Crazy. Ich bin jetzt mal gespannt. Du hast die Strecke ja getestet, wie du gerade schon gesagt hast, in deinem Stream damals. Ja, ich bin jetzt gespannt. Ich habe eine Sache vergessen. Was? Gleich nach dem Qualifying oder so, wenn ich gleich nochmal in die Box muss, muss ich mein Kopfhörerkabel verlängern. Ah, okay, ja. Das ist ganz, ganz wichtig. Das stimmt. Leute, übrigens eine kleine Änderung. Was heißt Änderung? Also wir haben es beim ersten Rennen nicht so gemacht. Wir machen das jetzt immer so, dass die erste Folge und die zweite Folge direkt hintereinander kommen quasi. Also ohne einen Tag Pause, meinen wir jetzt. Wenn jetzt heute der erste Teil kommt vom Rennen, dann kommt morgen jetzt dann die zweite Folge. Nur, dass ihr Bescheid wisst. Natürlich wieder auf beiden Kanälen, also könnt ihr aus beiden Sichten wieder angucken. Einfach nebeneinander öffnen, bei einem den Sound ausmachen und tipptopp, ne? Yep, ich lasse jetzt ganz viel Abstand zu Alonso, weil gleich geht's für mich richtig los. Okay, ich muss mich... Alter, die Strecke. Ich habe die Strecke ja nicht mehr gefahren seit... ungefähr 12 Tagen. Nein, also ich habe die echt lang nicht mehr gefahren. Ich habe sie nur in deinem Stream gesehen. Aber das bringt mir jetzt halt auch recht wenig. Bin mal gespannt, was wir für Zeiten hier fahren. Ich bin auf dich gespannt. Ich bin auf dich gespannt, echt. Ich bin auch auf mich gespannt. Was du jetzt für Zeiten raushaust. Im Gegensatz zu mir, wie gesagt, ich habe keine Ahnung. Wahrscheinlich bist du dann besser. Ah, das würde ich nicht unbedingt sagen, aber... Ja, aber ich fahre die jetzt zum ersten Mal. Sehr konkurrenzfähig sein. Und es hat gerade schon wieder angefangen zu lecken. Was ist das denn? Das Wetter sieht mir gerade nicht ganz geil aus. So wie ich habe nachgeguckt, es wird einfach nur dunkler. Also wir fahren beide Male in die Nacht rein, im Rennen und beim Qualifying. Okay, klar. Deswegen, das war nicht optimal. Okay, Leute, hier erste gezeitete Runde ab genau jetzt. Bin mal gespannt, wie das jetzt läuft. Oh nein, vor mir ist wieder einer. Geh doch weg. Ja, vor mir auch. Lila Sektor auf jeden Fall erster. Aber ich werde... Ey, ich habe doch so viel Abstand gelassen, Mann. Nein! Nein, mach keinen Scheiß. Es leckt bei mir, was ist das? Ich muss gleich mal in die Einstellung gucken. Egal, dann fahre ich jetzt an die Box und... Nicht dein Ernst, was ist passiert? Mein Frontflügel ist kaputt. Oh, fuck. Egal, ich kann ja nochmal rausfahren. Dann mache ich gleich mein Kabel. Ja. Alles gewollt. Aber ich komme jetzt nahe an die hier gerade und ich fahre gerade auch nicht so krass. Ich muss echt gleich mal in die Einstellung gucken. Irgendwas nervt mich hier, das leckt so ein bisschen. Leute, im letzten Rennen bin ich echt nicht schlecht gefahren. Da haben wir ja die ersten Punkte geholt. Wer das noch nicht gesehen hat, auch rechts oben bei mir verlinkt. Mal reinschauen. Da haben wir die ersten Punkte holen können. Ja, bin jetzt gespannt, wie das hier läuft. Ich weiß gar nicht, was war bisher die schnellste Runde? Habe ich nicht aufgepasst. 1,36, okay. Aber bis jetzt hat noch kein guter eine schnelle Runde gemacht. Ja, steht ja oben 1,36, sehe ich gerade. Ja, stimmt. Ja, Grosjean, das ist nicht das, was wir fahren wollen. Ich weiß zwar nicht, was ich gestern gemacht habe im Livestream, wie schnell ich da war. 1,32 war ich. 1,32 war ich. Ich weiß nicht, was du gestern hattest. Keine Ahnung. Ja, das weiß ich auch nicht. Ich war ja am Anfang ein bisschen dabei, aber dann haben wir ein bisschen gegrillt und ja. So, ich muss jetzt einmal meinen... Oh Gott! Wow! Was war das? Ja, mach mal.
Gott, Leute, was war das denn? Ich bin gerade richtig am Boden gerutscht. Vor mir ist jetzt Eriksen, also ich kann auf jeden Fall keine gute Runde hier fahren. Denn die sind jetzt hier wirklich vor mir und behindern mich. Oh Gott, ich rutsch auch. Alter, was mache ich gerade? Okay, die Runde ist richtig scheiße. Ich bin fast 1,3 Sekunden. 1,3 Sekunden schlechter als gerade eben. Aber da muss ich mich jetzt gerade nochmal konzentrieren. So. Auf zur Strecke. Ich habe die Zuschauer bisher entertained, ja. Richtig gut. Und wenn wir jetzt in der Facecam sehen, wie ich ein Kabel hier angeschlossen habe, crazy. Alter. Behind the scenes. Ja, Mann. Oh Gott. Ich fahre ganz richtig, die Runde war sowas von schlecht. Du musst ein bisschen beeilen, sonst treffen wir uns jetzt gleich. Zwei Runden noch mit dem Benzin, okay. Kann ich schneller rausfahren. Ich bin jetzt Startziel. Also die Runde war richtig schlecht, aber mal gucken. Fährst du die nächste auch schnell? Was? Die nächste Runde? Ja, ja, jetzt fahre ich noch eine schnelle, weil die war echt scheiße. Die fahre ich jetzt schnell und dann höre ich auf. Das Benzin reicht noch für zwei Runden, hat er gesagt. Also eine schnelle und eine langsame. Siehst du, wie lang das noch geht, das Qualifying? Nee. Ich glaube, da ist meine Aufnahmeanzeige drüber, oben rechts. Ich glaube, das wird da normalerweise angezeigt. Bei mir nicht. Vielleicht steht da keine Zeit? Bei mir nicht, ne. Keine Ahnung, ob ich das ausgestellt habe oder nicht. Kann man das? Ich weiß es nicht. Das wäre jetzt eigentlich gut zu wissen. Ich kann es dir nur sagen, wenn ich reinfahre. Oh Gott, Leute, die Runde ist nicht schlecht, aber es geht auch hier noch besser. Bin noch nicht ganz so überzeugt von dem, was ich hier gerade mache. Oh, hi. Oh, da ja. War da der, dankeschön. Ja, ich lass Abstand auf die anderen, damit ich... Ach so, das dachte du, machst wegen mir Platz. Ja, das auch, also, ja. Aber ich will auch warten. Ja, das ist eigentlich ganz klug, weil ich sehe die da schon alle. Yep. Das ist eigentlich nicht geil für mich jetzt. Oh Gott. Wow! Scheiße. Was hau ich denn hier gerade raus, Alter? So ein paar komische, ne, Ausrutscher. So, Leute. Jetzt. Komm, komm, komm. Ah, nicht ganz eine Sekunde schneller. Nicht ganz eine Sekunde, aber fast eine Sekunde schneller. 1:31,5. Okay, jetzt noch eine chillige Runde. Dann passt die Sache. Vielleicht kann ich ja mal fragen. Warte mal, ich schau mal nach, ob es da so einen Befehl gibt, wo man das nachgucken kann. Auf jeden Fall darfst du mich nicht blockieren, da musst du drauf achten. Eieiei, das war nicht gut. Nee, das mach ich schon nicht. Ist angekommen, bestätige. Hä, was haben die jetzt bestätigt? Das wollte ich gar nicht, hör mal auf. Zeit! Bis jetzt liegt unsere beste Runde bei 1. Ich will die Zeit wissen, nicht meine Zeit, Mann. So, jetzt muss ich ein bisschen Gas geben, dass du mich in der Geraden überholen kannst. Und nicht irgendwie hier in der Kurve Schwierigkeiten bekommst. So, die Kurve, wo ich gerade rausgeflogen bin, habe ich gemeistert. So, jetzt kannst du mich hier ganz entspannt überholen. Update Session. Ein schneller Überblick über die Positionen. Hier sind die Top 5. Du führst das Feld an. P1. Ricardo, Grosjean, Massa und Ocon. Ja, wow, das wollte ich nicht wissen. Ach, ist egal, ich bin gleich eh drin. So, ich bin jetzt gespannt, was du fährst. Ich bin richtig gespannt. War das eine gute Runde? Hast du ein gutes Gefühl? Nee, nee, ist nicht so gut. Also, ist nicht schlecht, aber ist echt nicht gut. Bin ultra gespannt. Und? Zweiter Platz. Zweiter, oh. Ja. Was war's? Kannst zwei du sehen? Sekunden schlechter als du. Oh, zwei Sekunden. Oh shit, okay. Nein, okay, es wird. Dann. Ah. Das war so schlecht, dass ich trotz Überholmanöver jetzt auch noch gut dabei bin. Also wie gesagt, ich hatte einige Fehler mit drin, aber. Ja, dann hättest du tatsächlich auch nochmal an mich rankommen können. Das wäre echt. Ultra krass.
Ah, egal, ich fahre jetzt nicht nochmal. Ich gehe davon aus, dass ich einfach. Ne, eineinhalb. Ne, wenig. Eine Minute 30. Hä? Ach, keine Ahnung. Ja, du hast da gerade unterschiedliche Sachen angezeigt. Keine Ahnung. Ja. Ich schaue gleich nochmal nach. So, jetzt kann ich hier mal selbst reingucken. Ich gehe an die Box. Hier, plus, 1,95 Sekunden. Ah ja, okay. Wie viel habe ich auf den dritten? Ultra viel. Der dritte hat zu mir 4,7. Alter. Aber es ist ja noch Ricardo, ne? Also Hamilton ist noch nicht... Hamilton hat übelst die schlechte Runde gefahren. Okay, jetzt ist Bottas Dritter. Ups. Bottas ist Dritter. Der hat aber immer noch einen Abstand von 3,7 Sekunden zu mir. Und es ist nur noch eine Minute jetzt, sehe ich. Eine Minute noch Zeit. Also die können die Runden noch fertig fahren, aber mehr nicht. Die NPCs sind irgendwie auf Schiene deutlich besser gewesen als hier auf der Strecke. Ich sehe es, ja, ich merk's. So, ich fahre jetzt auch an die Box. Jetzt zwar nochmal schneller fahren müssen, aber oder können, aber also jetzt nicht gerade mit dem Benzin, aber insgesamt hätte ich nochmal bessere Zeiten fahren können. Hättest, ja, das stimmt. Aber es wäre eigentlich ganz nice. Aber wenn das so bleiben würde, ne? Also der Platz reicht da. Das wäre ja richtig krass. Wir gleich nur zusammen beim Start aufpassen. Ja, ja, das kriegen wir schon hin. Also wenn wir zwei Scheiße bauen, das wäre schon echt, dann kann man sonst echt selbst verschulden. Ja, vor, wir hauen uns gegenseitig die Reifen ab und sind einfach in der ersten Kurve direkt beide raus aus dem Rennen. Ja, komplett. Übertreiben wollen wir es jetzt mal auch nicht. Okay, jetzt bin ich gespannt. Tatsächlich. Oha. Zweiter Platz. Jo. Hamilton ist Zwölfter. Als ob. 12. Wow, wir können Konstrukteurs-Bottas hier richtig erhöhen. Ja, ist so. Bottas ist Dritter. Wenn wir erst und Zweiter verteidigen, beziehungsweise in den Top 3 bleiben, also wenn ich jetzt oder du jetzt runterrutscht, ist ja kein Problem, aber na, wenn wir hier bleiben in den Top 3, das wäre ultra, ultra krass. Ja. Es gibt wieder eine Einführungsrunde, ne? Ja. Guck mal, da hat sich das Training doch ultra gelohnt. Ja, das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Sind wir jetzt dabei. So, Rennstrategie. Was machst du? Ich will eigentlich keine Weißen fahren. Ich will auch keine Weißen fahren. Ich nehme eher drei Boxenstops, ganz ehrlich. Bin mir ehrlich nicht sicher. Aber bei den NPCs würde ich sogar sagen, ja, ich mach das. Ich mach auch lieber drei Boxenstops. Wobei ich mache erstmal das erste geplante und vielleicht muss ich dann, vielleicht kann ich rot, gelb, rot fahren. Meinst du? Ich bleib beim zweiten. Ich bleib beim zweiten und dann machen wir das mal so, dann testen wir das mal, genau. Wie viele Runden haben wir? 29. Mein Benzin ist nicht verändert. Ich schraube es ein bisschen hoch, das mache ich eigentlich ganz gerne. Ja, nur ein bisschen, aber das passt schon. Okay, Einführungsrunde. Und dann mal gucken. Oh Gott. Erster und Zweiter hier. Ultra krass einfach. Ich find's gut. Ja. Ich find's richtig nice. So, wir drücken direkt mal ein bisschen aufs Gas hier. So, unser Auto hier ein bisschen einfahren. Und in der Kurve richtig abbremsen. Okay, das ist ultra krass und ultra nice, dass wir unser Auto ein bisschen einfahren können. Als Erster und Zweiter. Und wenn wir jetzt ohne Spaß, wenn wir richtig aufpassen, so wie die NPCs gefahren sind, wenn wir echt aufpassen und dann vor allem am Anfang halt gut fahren und uns absetzen, dann können wir auch sogar mit drei Boxenstops oder was auch immer, können wir hier echt richtig, richtig gut Punkte holen. Ja. Erster und Zweiter, das wäre so krass. Passiert nicht so wie gestern im Livestream bei mir. Ja, wir sind aber, ja, ich bin ja dein Teamkollege, also ja, das müsste ich dann schon mit Absicht machen. Ich meine, könnte ich ja auch machen, nur so als kleinen Prank mal zwischendurch. Aber hey, okay, drück mal ein bisschen aufs Gas hier, ne? Ich sehe dich da hinter mir direkt. Willst hier richtig Gas geben? Ja.
Das ist meine Strecke. Ja, die Punkte. Merk schon. Ich finde das gerade geil, das ist richtig, richtig gut. Mal gucken, ob das wirklich daran gelegen hat, dass du Training gemacht hast auf dieser Strecke oder ob du dann in Russland auch gut bist. Das ist ja die nächste Strecke dann. Ja. Die nehmen wir jetzt auch dann direkt auf. Bin ich mal gespannt. Junge, Junge. Alles unter Kontrolle. Ja, ich hoff's. So. Wir begeben uns in Position. Und ich hab Bock jetzt. Das ist echt, das ist ganz geil, finde ich. Auf jeden Fall, das, das wird. Das ist ganz geil. Wird cool. Boah, ich bin aufgeregt ein bisschen. Ja, ja, ich auch. Voll einfach. Hauptsache den Start nicht verkacken und dann kommt man so von allein ins Rennen, glaube ich. Also ich würde sagen, wir behalten jetzt die Position mal bei uns, ne? Dass du jetzt nicht probierst zu überholen. Boah, also je nachdem wie der Start ist, ne? Ja, ja, das schon, aber ich hoffe, dass wir es halt. Ich will es halt nicht, dass wir es verbauern. Nein, 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 nein. Also ich werde jetzt nicht keinen Risky überholen, sondern wir machen das schon. Ganz ordentlich. Ich hab echt alles. Angst gehabt. Ich schwitz. Hilfe, Leute. So, Kupplung. Durch diesen Angst verbaue ich jetzt den Start, wetten. Alter, war das lang rot. Ja, ich habe auch ein bisschen Angst. Oh nein, ich bin Dritter. Ja, passt schon noch. Ich hatte so einen schlechten Start. Es geht schon noch. Ich halte die Missen auf hier in der ersten Kurve. Ja, habe ihn wieder. Echt ultra runtergebremst. Oh Gott. Eieiei. Okay, du bist wieder hinter mir. Jetzt einfach nur wegfahren von dir. Einfach nur wegfahren. Ich fahre jetzt ein bisschen langsam, ein bisschen konzentrierter. Ja, das sollte man bei so einer Session, wenn man so viele Rennen macht und so Runden und so, das... Oh Gott. Konzentriert. Ja, ich merke gerade, dass ich ein bisschen wegrutscht. Das ist das Problem. Deswegen fahre ich ein bisschen langsamer. Ja, das Auto ist jetzt natürlich schwerer, ne? Jetzt ist im Qualifying. Oh Gott. Ich mach da ein bisschen Scheiße. Ich merke, ich fahre links vorbei. Ja, mach. Ich mache echt gerade ein bisschen Scheiße. Das ist gerade nicht geil. Da fliegen die Funken. Leute, erste Führungsmeter, die ich hier in der. Ach, Scheiße, ich habe nicht in die Option geguckt. Es hat schon wieder geleckt kurz. Ich habe nicht in die Option geguckt. Junge, du sprühst über die Funken hier weg. Alter. Oh, Leute. Also. Warte. Alles noch gut. Ich lass dich vorne. Ich will hier nicht überholen. Ha. Also ein bisschen sind wir schon mal weg von denen, ein ganz kleines bisschen. Ja. Ich hab nur ein bisschen Angst, dass ich jetzt in dich reinkrach. Mach dir nicht den Frontflügel kaputt an meinem Auto. Ja, nee, das habe ich nicht vorgehabt. Aber ich komme in den Kurven überfahre ich dich immer fast, ne? Und dann muss ich echt früher bremsen. Du sprühst über die Funken, Alter, was ist denn bei dir falsch? Ich glaube, du machst es auch. Nee, glaube ich nicht. Das bezweifle ich. Ich habe Nitro, ist das ja. Ja, ich glaube auch. Okay, das ist okay. Wir sind jetzt bisher ganz gut unterwegs. So, Leute. Der Start, den haben wir schon mal hingekriegt. Ja, ja. Finde ich. Erst da, jetzt muss der Rest des Rennens unfallfrei. Die nur noch 27 Runden, die wir hier haben, ja. Die müssen wir jetzt halt heil überstehen. Easy. Ja, richtig einfach. Das können wir vielleicht nachher sagen, aber noch nicht jetzt. Alter, hast du aber einen Bogen gefahren. Ich rutsche immer ein bisschen weg, leider, noch. Ich muss ein bisschen aufpassen. Fährst du gerade auf Fett oder auf Standard? Weiß ich nicht. Dann wird es wahrscheinlich Standard ja. Standard. Ja, ich fahre noch auf Standard, aber meine Reifen sind schon richtig scheiße. Also ist eigentlich ganz gut, was labert denn schon wieder? Ist eigentlich ganz gut, dass ich drei Stops habe, weil die Reifen halt echt... Ja.
Ja, oh, stimmt. Ja, aber im Qualifying habe ich die schon richtig eingefahren. Ich habe schon 26% auf einem. Ja, ich habe schon einen mit 29%. Okay, das ist krass. Vorne links ist bei mir richtig heftig. Vorne links habe ich am wenigsten. Was? Da habe ich 17. Hinten links habe ich das meiste. Ja, aber da sieht man tatsächlich, dass es unterschiedliche Fahrweise, unterschiedliche Reifenmanagement gibt. Das war grad schlecht. Ich habe es gesehen, aber wir sind immer noch gut weg von denen. Ich muss jetzt nur ein bisschen aufpassen, dadurch bremst du mich natürlich in den Kurven aus, wie hier gerade. Oh, jo, nein. Läuft. Ich habe nichts gemacht. Nee. Schau, dass du nicht zu weit wegrutscht. Nicht zu weit nach hinten, nicht zu weit nach hinten. Das war jetzt absolut kacke. Wie viel da bist du? 9. Oh, scheiße. Ich habe mich doppelt gedreht. Ich habe mich beim Rausfahren nochmal gedreht. Ja. Okay, aber das kriegst du hin, ich hab Vertrauen. Du bist bisher echt gute Runden gefahren, im Gegensatz zu den Bots. Okay, Leute, jetzt übernehme ich wieder die Führung. Das ist aber, Ferrari ist immer noch an erster Stelle. Jetzt fahren wir auf jeden Fall mit unterschiedlichen Boxenstrategien. Ich hab jetzt rot, gelb, gelb. War ich jetzt. Rot, gelb, gelb? Ja. Okay. Mich geht's jetzt an die Box. Jetzt schon? Ja, ich musste. Ich Ach, hast also, du schon, echt? Roter Frontflügel. Oh Gott, da musst du jetzt aber ein bisschen aufpassen und natürlich aufholen. Schade, ne? Echt schade schon wieder. Alles noch drin. Ja, klar, das auf jeden Fall, aber... Wie gesagt... Platz. Das ist halt so... Ja. Zu früh auf dem Gas gewesen. Und 29 Runden durchzufahren, ultra konzentriert, das ist nicht einfach. Aber wie du schon sagst, also ich glaube echt an dich, weil du bist halt bisher richtig, richtig gute Runden gefahren im Vergleich zu den Bots. Und deswegen kann das auf jeden Fall was werden. Kannst du nochmal hier hinter mich kommen auf Platz 2. Ich vollstes Vertrauen. Man hört das auch, das ist mir aufgefallen in den Videos. Eigentlich hört man das Lenkrad nicht und die Bremse nicht, sondern nur wenn du vom Gas losgehst. Jedes Mal, wenn du das Gas loslässt, du musst es ruckartig machen, muss man halt einfach, ich kann nicht so smooth da loslassen, bei Formel 1, das geht einfach nicht, und dann hört man das richtig laut. So, bin wieder Startziel. Gute Mal gucken, Runde. Jetzt müsstest du ja eigentlich, wenn du mich nicht mehr vor der... Hast die schnellste Runde fahren, oder? Bisher habe ich keine gefahren, dieses Mal. Dieses Mal noch nicht. Mal schauen, ich bin auch echt schwer noch. Schwerer als du wahrscheinlich und die Reifen sind auch nicht mehr so krass. Mal gucken, ob ich jetzt... Ah ja, ich habe wieder einen lila Sektor gefahren. Und er hat mir gerade gesagt, ich vergrößere das Polster von mir und dem hinter mir in einer Runde um einige Sekunden. Ah, ja, ja. Das ist richtig crazy. Also die Bots fahren auf der Strecke echt kacke. Meine Pedale rutscht ein bisschen. Hilfe! Oh mein Gott, deswegen habe ich mich jetzt gerade verbremst. Rückziehen wollte. Das war ein Fehler. Muss ich jetzt mit arbeiten. Aber du hast wirklich alle Zeit der Welt, auch beim Überholen. Denk immer dran, nicht so wie ich, sondern einfach ganz ruhig und ganz langsam. Ja. Ich habe das ja mal in einer der letzten Folgen, rechts um meinem ED-Playlist, könnt ihr mal reingucken. In einer der letzten Folgen habe ich da ein bisschen Kacke überholt und habe da immer ein bisschen was riskiert, zu viel. Das darf dir jetzt nicht passieren. Also ich muss echt gut Zeit wegfahren, weil falls mir was passiert... Dass ich immer noch Erster oder Zweiter bin. Ich fahr scheiße, die Runden sind echt scheiße. Unglaublich. Ich war gerade auch nicht mehr so gut, also der zweite Sektor ist bei mir irgendwie immer doch... Ich war eine Sekunde schlechter als meine beste Runde. Oder als deine, keine Ahnung. Ob das meine ist oder deine. Ich glaub, es ist deine. Ja, und ich war eine Sekunde schlechter.
Gut, die Reifen sind halt jetzt schon ein bisschen. Jemand hat geschrieben, man muss sie erst bei 60% wechseln. Aber... Das ist bevor sie ganz kaputt gehen. Also ja, 70% oder so können sie platzen oder so. Aber also die fahren dann, also ist schon ultra langsam und ich weiß, rutschig. Das ist das Problem, rutschig. Das ist das größte Problem bei mir. Also ich glaube, ich habe Runde 7 oder so angekündigt. 7 oder 8, dass ich gehe. Und da werde ich dann auch gehen, weil ich will das nicht rauszögern. Sonst fahre ich ja eigentlich immer eine Runde länger dann noch. Muss mal gucken, wie es gerade mein aktueller Plan ist, wann ich wieder reingehe. Runde 11 bis 13 ist mein nächstes Boxenstoppfenster. Meinst du 6 bis 8 ist mein. Ich gehe 7, also 6 will ich jetzt nicht gehen, ich gehe goldene Mitte, weil 7 hatte ich glaube ich am Anfang angewählt. Aha, lila Sektor, erster. Ich muss diese Runde reinkommen, sagt er. Okay, dann fahre ich auch. Dann fahre ich diese Runde. Also sorry, aber ich merke selber, ich fahre echt langsamere Runden und rutsch auch. Und wenn er sagt, ich muss reinkommen, dann tue ich das. Weil du bist jetzt sowieso nicht da. Und Abstand habe ich 16 Sekunden zu Platz 2. Ich fahre in die Box. Ich bekomme lila oder rot. Rot bekomme ich, okay. Lila gibt's nicht auf der Strecke. Das kann sein. Ein. Bottas hat mich überholt. Ricardo hat mich überholt. Das war ein Überholmanöver, was gescheitert ist. Okay, ich bin Dritter. Dritter nach dem Boxenstopp. Und jetzt mit den neuen Reifen kann das was werden. Ich habe auch fett gestellt gerade. Okay, die müssen alle an die Boxen. Ich war schon und bin immer noch Dritter. Das ist ultra geil. Was eigentlich ganz geil wäre, wenn ich die überhole, bevor die an die Box gehen. Dann würde ich wieder richtig Abstand gewinnen. Boah, Ricardo hält mich richtig auf. Oh, ich werde auch aufgehalten. Ey, verpiss dich. Nein, nicht schon nochmal drehen. Nicht. Oh mein Gott. Ich habe ihn nochmal vorbeigelassen. Heilige Scheiße. Gerade. Komm, Ricardo, leck mich jetzt. Jetzt fahr ich an hier vorbei. Der hat mich in der Kurve, wollte mich wieder wegdrängen, aber jetzt habe ich ihn. Bin wieder Zweiter. Und Bottas ist noch vor mir. Aber wie gesagt, er muss ja so oder so an die Box. Ob ich jetzt aufhole oder nicht. Er geht noch. Du bist immer noch Letzter, ne? Oder? Nee, nee, ich nicht, bin nicht. Hast du schon eingeholt, ne? Ja. Okay, gut. Ja, wusste ich jetzt gerade nicht. Hört sich ja ganz gut an. So, Bottas geht jetzt, okay. Bottas geht jetzt an die Box, war ja eigentlich relativ klar. Müsste in den nächsten 2-3 Runden ziemlich viele überholen, weil die jetzt alle an die Box gehen und dann bin ich richtig nah dran. Das stimmt. Du gehst halt ein bisschen früher wieder als die, aber macht ja nichts. Ja, aber ich. Also, bin ja jetzt, auch gehen, einfach auch schneller. Jetzt gehen viele und dann die nächste Runde noch. Ja. Also, ein paar, die fahren natürlich jetzt noch nicht, aber. Weil die ja Teamkollegen sind oder so, keine Ahnung. Ricardo zum Beispiel, der hinter mir ist, der fährt nicht. Aber mit den Reifen kann das echt was Gutes werden. So. Überholmanöver, macht er jetzt keinen Quatsch? Nee, lass das mal lieber mit dem Quatsch machen. Alle am besten. Ach, Leute. Das anstrengend. Ist schön. Ist echt anstrengend. Es ist auch schon warm wieder hier in meinem Zimmer. Ja, es ist halt echt so. Es ist wirklich direkt. Fängt man an zu schwitzen. Es ist halt. Ist ich bin halt erst vor einer Stunde heimgekommen. Direkt vor der Aufnahme hier. Und da war es schon in meinem Zimmer richtig, richtig heiß. Weil ich war noch am Abiball meiner Schwester und am Wochenende dann nicht da und was weiß ich. Und dann bin ich jetzt halt erst heimgekommen und da war es schon recht warm. Und so, Wehrlein, mach keinen Scheiß. Jetzt nur ganz kurz die Klimaanlage angehabt und jetzt natürlich die ganze Technik hier laufen, da ist es richtig, richtig heiß. So. Du bist die bisher schnellste Runde. Nice. Und das soll so weitergehen. Was für Reifen hast du jetzt? Rote. So, Wehrlein, das ich hab rot, gelb, fahr ich.
Laut Plan. Rot, rot, gelb. Ich fahr rot, gelb, gelb. Ricardo hat auf gelb gewechselt. Okay, krass. Der hinter mir war, hat auf gelb gewechselt. Also sie fahren wahrscheinlich auch gelb, gelb. Mir hat aber nichts anderes vorgeschlagen, soweit ich weiß. Oder ich habe das einfach nur nicht mitgekriegt. Mir hat er die andere Strategie vorgeschlagen, weil ich halt meinen Flügel kaputt gemacht habe. Ja, klar, aber weil andere jetzt auch, also manche haben rot-rot. Ja, manche fahren ja auch rot-gelb-weiß, stimmt. Rot-gelb-weiß. Stimmt. Ups. Habe ich gerade nicht bedacht. Ich bin 10. Platz. 10.? Ich bin 9. Oh, das sind die Punkte. Jawohl. Ja, du musst aber noch ein bisschen ran, also das ist so gut wie du eigentlich fährst. Ja, da sollte auf jeden Fall noch was drin sein. Dreh mich nicht, du spaßt. Da sollte noch was drin sein. Aber wir haben ja noch. Das hat seinen 9. Platz gerade verteidigen wollen, indem er mich dreht, aber ich hab's nicht zugelassen. Das wäre nicht geil, hätte ich gedreht. Nee, das wäre echt nicht geil.